Moin Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Assassin's Creed Valhalla. Wir sind immer noch in Hemdenshire und schauen wir uns ein bisschen um noch. Nach hier unten wollen wir als nächstes. Genau genommen zu dieser Hütte hier. Da setze ich mir meinen Wegpunkt und dann rufe ich mal einfach ein Pferd und dann reiten wir dahin, würde ich sagen. Das war stumme Pfiff. Affentun haben wir ja beim letzten Mal ausgeräumt. So, schauen hier natürlich auch so ein bisschen links und rechts des Wegs, dass wir nicht allzu viel übersehen. Ja, ein bisschen Nahrung könnte ich gebrauchen, wie es aussieht. Mal sehen, ob sich da günstig was am Wegesrand befindet. Ja, das Reh jetzt oder weiß gar nicht, Rotwild nicht unbedingt. This place is heavily guarded. Na, da waren wir schon. Ja, so einsam und alleine steht ja einfach dieses Gehöft, wie es aussieht. So, da ist eine verschlossene Tür. Hier links ist ein Schlüssel drin. Wir klopfen mal höflich an, nur um festzustellen, dass diese Tür hier verriegelt ist und der Bewohner tot. Na gut. Auch tot. I don't do mercy. Going to split you. Hat sich doch tatsächlich noch einer hier dran aufgehalten. Ja, mehr gibt es hier drin noch gar nicht. Der Brunnen ist auch verschlossen, wie es aussieht. Dachte ich Nahrung, aber nee. Dafür ein bisschen Leder und Eisenerz hier, das ist super. Ach, und hier liegt ein bisschen, was ist das? Magnesium? Titan, meine ich. Zu essen haben die hier nicht. Das ist natürlich komisch. Also das Gehöft hier also erledigt, hat es einen Namen? Das hat nicht mal einen Namen. Da wollen wir vielleicht hier auf diesen Berg einmal hochhalten, mal gucken, was es damit auf sich hat. Vielleicht nichts. Vielleicht gibt es da nur ein bisschen Aussicht oder so. Ja, mit dem Pferd komme ich ja, glaube ich, kaum hoch. Aber wir gucken uns mal die Aussicht von da oben an. Hier lag einfach so Silber rum. Ein paar Tierschädel. Das ist ein Nest. Ich habe keine Ahnung. Könnte auch ein verkrüppelter Busch sein. Ja, doch, hier haben wir ein paar Eier. Es wabert halt so rum, ne? Als wenn es halt gleich fest wäre.
Einmal Screenshot hier mit dem Nest drauf. Oh, was ist denn das da hinten? Ein anderes Gebiet, würde ich behaupten. Ach, das ist Athelney. So sieht das von oben aus. Na gut. Da hinten sehe ich es qualmen. Aber wir reiten jetzt so wahrscheinlich so ein bisschen von Hügelgruppe zu Hügelgruppe, ne? Also da drüben, da ist der nächste Stein, da passiert wahrscheinlich auch nicht viel. Gibt es tatsächlich auch gar nichts. Aber hier rechts von uns genau gibt es irgendwie so ein, keine Ahnung, Geröllfeld oder sowas. Ja gut, ist auf der Karte halt um einiges spannender aus. Das ist ein Zelt. Da steht auch ein Typ dabei. Ah, und dahinter ist Banner, Fähnchen, vielleicht ein Lager. This area is off limits. God, what is it now? Gone to ground in the bushes. Bestes Versteck ever. Using shrubs for cover. Yeah. Stop right there. So, was habt ihr denn hier Schönes? Nix. Nix. Wozu ist denn das hier? Ich meine, hä, das erfüllt doch gar keinen Zweck hier. Da hinten ist ein Wald. Könnte was drin sein. Weil ich keine Lust habe, da hinzureiten. Schicke ich einfach meinen kleinen Papageientaucher los. Da feststellen kann, dass dieser Wald absolut öde und verlassen ist. Ja, nicht ganz verlassen. Wo ist das denn? Das ist wirklich noch der nächste interessante Punkt hier. Das ist schon ein bisschen traurig. Und er ist, ah, da unten, okay. Den kennen wir schon. Aber dann reiten wir wahrscheinlich diesen Weg weiter entlang, ne? Und gucken mal, wohin der uns führt. Hier! Ach, da, warte, hier sind Büsche. Müssten wir das Zeug nicht einfach. Achso, mein Proviant ist inzwischen voll. Ich bin komplett geheilt. So, hier gab es gar nichts, super enttäuschend. Da gibt es ein Wildschwein. Auch hier gibt es nichts Spannendes, schade. Oben ist ein Baum. Da könnte es doch vielleicht was geben, oder?
endet der Weg da in diesem Baum? Pferd, beruhig dich. Ja, aber hier gibt es scheinbar gar nichts. Ich dachte, wenn hier so ein Wimpelchen ist, dann gibt es da vielleicht irgendwas Spannendes hier oben. Aber absolute Fehlanzeige. Pergament voller Poesie. Über Beatomor, Peter Wind des Liebeskriegs, kam her, setzte sich und tat nichts, war wundersam, donnernd. Nun sehne ich mich nach einem großen Feste. Ich bestell den Wein, den Met, die Fässer voll Ehl. Bald treffen sich die Gaukler, Dichter und Anaporetinnen. Sinn von Wicker hat das geschrieben. Keine Ahnung, was er meint, worauf er hinaus will, was hier vor sich geht. Auf jeden Fall ist hier hinten echt alles so ein bisschen verlassen. So. Dann folgen wir weiter. Ja, Straße will ich es gar nicht nennen. Diesen Pfad. Oh, da vorne sieht man ein Feuer. Vielleicht hat sich da ein müder Wandersmann zur Nacht niedergelassen. Oder fiese Räuber. Hallo? Oder hier ist einfach niemand. Ein Gebet. O Herr, vergib mir, denn ich habe seit 3 Tagen nicht gebeichtet. Oh no. Nun beginne ich endlich inneren Frieden zu finden. Noch immer brenne ich heiß, doch du hilfst mir mit deiner ruhigen Hand. Hier zu bleiben fern der schmerzhaften Vergangenheit ist alles, was ich brauchte. Mein Herd ist so leer wie mein Haus, aber hier in dieser offenen Weite auf dem Dach der Welt beginne ich endlich deinen göttlichen Segen zu sehen. Amen. Dach der Welt, naja, vielleicht nicht ganz, aber für die Gegend hier schon ein etwas höherer Hügel. Oh. Okay, also auch hier nichts Spannendes. Das ist natürlich schade. Nein, nicht so. Was? Zum Questziel will ich nicht, das nämlich in Raventhorpe. Hunwalds Weib müssen wir nämlich noch von seinem vorzeitigen Ableben unterrichten. Räuber. Als wenn ich für die anhalten würde. Wie weit sind wir denn hier schon geritten? Ah, wir kommen bald zum Fluss zurück. Und da unten in der Nähe von Wareham gibt es tatsächlich dann wieder irgendwas. Wahrscheinlich sollten wir aber, wenn ich mir das mal angucke, mal hier rüber reiten. Dann können wir nämlich auch hier so ein bisschen von diesem Wald mitnehmen. Also wir biegen jetzt einfach hier hart nach rechts ab. Oh. Wir reiten hier vielleicht noch so einen kleinen Bogen rechts herum. Yeah.
Da schauen wir uns diese Ruine nämlich mal an. Gibt's hier gar nichts? Doch, irgendwas gibt's hier. Gibt es vielleicht ein Artefakt oder sowas? Ja, wenn es schon so singt und säuselt und hier so eine Statue auf dem Karren ist, dann liegt der Verdacht ja irgendwie nah. Wo seid ihr denn? Ist er alleine? Oder sind die zu zweit? Aha, Frage beantwortet. Ich dachte doch, ich hätte zwei vernommen. Und scheinbar habe ich mich auch nicht geirrt. Ganz hier drüben haben die so ein altes Artefakt versteckt. Oh, was sind das dort? Bin ich da dran vorbeigeritten oder war ich da? Wenn ich jetzt natürlich wüsste, wo dieser komische Einsiedlerhügel war, könnte ich euch das genauer sagen. Das muss ja da drüben diese Spitze sein, ne? An der bin ich definitiv nicht vorbeigekommen. Ist jemand abgestürzt beim Klettern oder ja, sieht so aus. Ja, aber mehr gibt es ja auch nicht. Das sind alles so kleine Geschichten, die man hier erzählen könnte mit minimal mehr Aufwand, was hier aber einfach verschenkt wurde. Finde ich schade. Ich dachte, ich könnte so aus dem Sprung vielleicht so voll cool aufsitzen. Oh, Fuchs. Sei bitte vorsichtig. Hier ist die Welt zu Ende. Das kann schon mal passieren. Ja. Ach, da hinten darf ich gar nicht. Ich habe eigentlich jemanden gehört. Oder waren es sprechende Hirsche? Hier zum Südzipfel müssen wir irgendwie noch mal reiten. Ja. Ist das so ungefähr die Richtung, ja. Ja. Aber viel gibt's hier auf jeden Fall nicht.
meine Händenschar ist riesig. Aber irgendwie ein bisschen kahl. So, was gibt's hier hinten? Nichts. Einfach nur geile Aussicht von der Klippe runter. Könnte man so ein bisschen Panorama-Ansicht genießen. Be my eyes, Sunan. Warum ist das so gelblich hier? Der Marker, als wenn sich da irgendwas befinden würde, was ich zufällig getroffen habe. Ich könnte da runter und dann hier so ein bisschen an der Küste entlang reiten. Hier hinten zum Beispiel. Ist auch eine Höhle oder sowas. Ach, da ist ein Räuberlager oben. Mhm. Ja, ist da was? Machen wir uns mal auf den Weg darunter. Das hier ist, ist das die südlichste Spitze Englands? Na, ja, ja. Und hier zu dieser komischen Insel müssen wir auch noch mal irgendwann. Das machen wir dann mit dem Schiff. So, und hier geht es dann nur noch ins Wasser. Ja, quasi. Ja, da stehen wir nun. Eigentlich ganz da, wo ich hin wollte. Und kann man von. Ist das da hinten die Insel? Irgendwas ragte ja bei der Insel aus dem Wasser, haben wir gesehen. Auf der Karte. Jetzt sind wir am südlichsten Punkt. So, da hätte ich jetzt gerne mein Pferd. Ja, das wird wohl die Insel sein. Mit dieser merkwürdigen Struktur, die da auf diese Insel zuläuft. Oh no. Da reiten wir hier halt einfach am Strand entlang. Nehmen den mal ganz genau in Augenschein. Da ist ein Fischer oder sowas unterwegs. Ja, neblig ist es hier an der Küste Englands. Hier ist ein Wikinger-Schiff gesunken. Aber da scheint es nichts Interessantes mehr zu geben. Ach, und hier, das ist gar keine Höhle, sondern tatsächlich eine kleine Fischerhütte oder sowas.
Das Titan braucht der Fischer ja bestimmt nicht. Hallo, guter Mann. Bisschen ungesprächig, nicht schlimm. So, da ist Wareham, dann wollen wir jetzt bestimmt hier den Pfad einfach hoch. Und uns mal das Räuberlager angucken. Damit wir heute wenigstens irgendwas gefunden haben, außer endloser Weite. Sieht halt wunderschön aus. So, wie krasse Räuber seid ihr denn? Oder mit anderen Worten, wie groß ist euer Lager? Drüben sind Tote vom Räuberlager. Ich war noch nicht mal im Lager drin. Haben die hier echt keine Lücke in ihrer komischen Palisade? Hier komme ich ja nicht rüber, ne? Nee. Hier ist eine Lücke. Steh, Junge. Ja, bei dem Nebel sieht man halt echt nicht viel. Ich hätte ihm auch einfach den Schlüssel stehlen können, aber nee. Häuser.
Das war vielleicht nur ein Blatt. Vielleicht aber auch nicht. Es wird ein Attentat werden. Warum ist das hier so nebelig? Komm doch einfach mal hier rüber. Irgendein Topf oder sowas im Weg. Was findest du? Ich fand das eigentlich relativ normal. Wo bist denn du? Ich stelle halt die Falle. So. Ich wollte gerade sagen, mehr sehe ich hier nicht, aber das hat halt gar nichts zu bedeuten. Und dann ist es halt auch in den Häusern so komplett neblig, ne? Have a look, Sunan. Da hinten ist noch was. Ja, aber hier ist eigentlich wirklich nur noch dieses rote Zelt und diese eine Hütte hier. Und dann sind wir schon einmal rum. Okay, hier gibt's gar nichts. Ich glaube, so langsam lebt hier auch niemand mehr.
Was man hier drin halt auch so gar nicht sieht. Komplett abstrus. So, dann hatte mein wunderbarer Papageientaucher eigentlich hier drüben was gesehen. Hat er das schon in Winchester ausfindig gemacht? Das wäre natürlich absolut crazy. Man ist einfach so von Winchester aus. So, mal sehen, ob ich es wiederfinde. Natürlich nicht. Ja, Winchester ist halt echt direkt da drüben. Aber bis nach Winchester kann er noch gar nicht gucken. Oh, da oben steht noch einer drauf. Es scheint sich ja zu bewegen, ne? Also das eine könnte eine Patrouille sein. Ja, hier drüben im Wald auf dem Weg. Vielleicht sollten wir da einfach mal nachgucken gehen. Und dann haben wir nämlich diese Seite des Flusses hier auf jeden Fall erledigt. Und sind dann bereit, beim nächsten Mal nach Winchester zu gehen. Aber wisst ihr, was wir vorher noch machen? Wir nehmen den einen Typen da oben mit. Nicht, dass der sich hier einsam fühlt, weil ich all seine Freunde und die einzige Freundin hier, glaube ich, ne, niedergemeuchelt habe. Ist doch niemand. Das waren nur Pfeile und ich dachte, da steht halt einer mit so einem Mantel. Ja, und so kommt man da natürlich auch drüber. Und dann bin ich hier natürlich direkt auf der falschen Seite raus. So, wo sind denn meine Marker? Das müsste doch so ungefähr schon die richtige Richtung sein, oder? Das sind tatsächlich Patrouillen. Den Fetten haben wir erwischt. Na, hab ich nicht so Bock drauf. An Sex denken. Während ich hier alle seine Freunde erledige. Hab hier alle keine Waffen dabei. Oh, das war nicht so schnell. Ach, warum habe ich nicht einen Betäubungsschlag benutzt. Na komm schon, wirf doch nochmal. Oh nein, hat einen Stein abbekommen.
hat der Typ mein Pferd gehauen? Ich bin mir da nicht so sicher. Also nach rechts wollen wir. Die Straße entlang potenziell. Ja. Fallen lassen. Das wäre halt voll praktisch gewesen. Oh, nee, danke. Keine Waffe, auch keine Waffe. Warum hat denn hier alle keine Waffen dabei? Das war schon ein bisschen gemein. Sollte öfter Betäubungsschläge benutzen. Die sehen einfach absolut krass aus. So, damit haben wir das erledigt. Hört das noch jemand? Direkt hier vorne irgendwo ist was. Ich sehe hier nichts. Ich bin doch hier komplett richtig eigentlich, oder? Ach, hier links. Hä, bin ich schon wieder dran vorbeigelaufen? Ja, es ist nämlich links von mir. Mal sehen, wie oft ich das noch sage. Weil ich hier einfach 50 Mal dran vorbei. Oh. Das ist ja in so einer Grube drin. Well, by trolls. Wildkatzen. Oh, oh. Junger Lux, alter Lux. Okay, gut. Also ich würde sagen, Jungs und Mädels. Gehen mal so ein bisschen weg. Und dann kümmern wir uns hier nämlich beim nächsten Mal um diese Wildkatzen. Wow. Mega Aussicht einfach hier auf Winchester. Für heute war es das. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es in Winchester hoffentlich nicht mehr regnet.
Macht's gut, bis dann, habt einen wunderschönen Tag. Ciao.